Mobbing ist schon seit langem ein Riesenthema. Und rund 20% aller Schüler in Österreich sind schon mal Opfer von Mobbing geworden und WhatsApp hat dabei Facebook schon fast abgelöst. Eine Schule in Wien-Floridsdorf will nun gegen Hass im Netz vorgehen und wir haben die Schule besucht. Du siehst scheiße aus, du Opfer, du fette Sau. Es sind Worte wie diese, die verletzen und Szenen wie diese, die Wunden hinterlassen. Mobbing ist unter jungen Menschen ein großes Thema. Die Hänseleien und Beschimpfungen finden mittlerweile aber nicht mehr nur in der Schule statt, sondern verlagern sich mehr und mehr ins Internet. Und genau dieses Problem geht man im Gymnasium in der Fränklinstraße 26 in Wien an, und zwar in Form einer intensiven Projektwoche unter dem Hashtag F26 gegen Hass. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Schülerinnen, also dass es ein Thema ist, das den Schülerinnen sehr am Herzen liegt und dass die Schülerinnen eben sehr gerne über das Thema gesprochen haben, weil sie selber in WhatsApp-Gruppen unterwegs sind und weil sie selber halt oft mit dem Internet damit leben sie halt einfach, das ist ihre Lebensrealität. Und es ist schon wichtig, dass Schule an Lebensrealität andockt. Lehrer und Lehrerinnen beschäftigen sich in dieser Woche intensiv mit dem Thema Hass im Netz. Es gibt Vorträge oder Diskussionen, auch Schüler bereiten etwas vor. Alles, was in dieser Woche passiert, wird dann in einem Blog niedergeschrieben, etwa von Selma und Hanna. Beide sind 16 Jahre alt und wissen, was Mobbing bedeutet. Ich glaube, es kann alles sein. Wenn man einen Menschen nicht mag, dann kann man an dem alles aussetzen. Aus einer guten Schülerin wird eine Streberin gemacht. Jemand, der hübsch ist, ist gleich eine Schlampe oder irgendwas. Und einfach alles, auf das man... Ich glaube, es ist vor allem Sachen, auf die man eigentlich neidisch ist. Hineingezogen werden die Beschimpfungen vor allem ins Internet. Ein unvorteilhaftes Foto ist dann schnell mal auf Snapchat. Oder eine Beleidigung verbreitet sich in WhatsApp-Gruppen rasend schnell. Die Anonymität im Internet lässt beim Hass die Hemmschwelle sinken. Es ist einfacher, jemanden zu beleidigen, wenn man ihn nicht persönlich sieht und auch nicht direkt ihm in die Augen sehen muss oder ihn vielleicht auch gar nicht kennt. Es ist dann ziemlich einfacher, einfach so irgendwas in die Luft zu setzen. Wenn ein Kind gemobbt wird, dauert es oft lange, bis Eltern und Lehrer darauf aufmerksam werden. Hier ist es wichtig, genau hinzusehen und Hilfe anzubieten, denn nur mit Unterstützung kann sich ein Kind gegen Mobbing wehren.